Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Onirulbe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Die wahrscheinlich letzte Aufnahme-Session und einer der letzten Parts, die ich aufnehmen werde, weil ich habe offscreen eine Menge gemacht, man sieht hier schon was, rechts bei dem Bildchen, neuer Traumfänger und so. Und ja, ich bin Level 99 mit Rico und Zora, das sind die letzten Werte. Ich habe folgende Geister in mein Team, und zwar habe ich einmal hier den Khan, Neko, Tu und Gonzales, alle mit einem Sternrang. Ich habe schon einige Viecher in Sternrängen hier hergestellt und ja, sind schon krasse Unterschiede, wenn man die so mit so E oder irgendwie so hat vergleicht. Das ist schon ein bisschen krass. Und ja, in der letzten Folge, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Da haben wir den Endboss erledigt, ne? Ja. Und okay, ich habe folgende Sachen hier alles. Bei ihm fehlen mir noch zwei Dinger. Ich muss ihn dafür irgendwie, weil ihn auch streicheln oder irgendwie so hat. Habe ich jetzt schon, weil er nicht voll lange gemacht und er will es einfach nicht freischalten. Ich habe schon 900 Punkte hier. Also ja, keine Ahnung. Und ich habe die mal ein bisschen gefärbt, so nach den Farben. Meine Fertigkeiten sehen so aus und so werden sie auch die ganze Zeit bleiben. Attacken hast, Magie hast, habe ich alles fast voll Angriffskraft und Magiesphäre. Abwehrkraft kriege ich wahrscheinlich noch von Gonzales, aber der letzten beiden ja nicht freischaltet, lassen wir das. Notaufladung, Defender. Und ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welche Traumfänger so am besten wäre, um so, weiß ich nicht, die Werte zu maximieren und also was. Ich habe das jetzt einfach so getestet und ja, die geben mir gute Werte, also nehme ich diese in mein Team. So, ich habe flinke schon wieder Tales of Berseria hier. Ich tu mit dem falschen Knopf das Menü öffnen. Würde ich sagen, hier Schlüsselschwert. Ich habe ein neues Schlüsselschwert und zwar hier süße Träume, was leider schwächer ist als mein Garaus, was ich durch alle Spezialportale bekommen habe. Und ja, das habe ich bekommen, indem ich flinke Flitzer hier abgeschlossen habe. Ich bin Level 17 jetzt. Ich habe jede Cup, den es gibt, glaube ich, gemacht, nur ich muss wahrscheinlich alles auf den Sternrang oder so abschließen. Ja, Traumfinger habe ich auch alles hergestellt. Wenn wir Spielstand, Linkangriffe und so was alles, da fehlen mir noch die Spezial- oder Geheimportale, heißen die, glaube ich. Was wir uns ja jetzt kümmern werden. Items fehlen mir noch 2%, Kampf, weiß ich nicht. Und wer da noch fehlt, so irgendwo hier steht, glaube ich, irgendwo habe ich eine Trophäe bekommen, glaube ich. Für den ersten Pass bei Flinke Flitzer klappt, nein. Cup. Ich klapp. Irgendwo habe ich eine Trophäe bekommen dafür. Dann kann ich noch mal nachgucken, ob ich da alles hab. Profi, nein. Sturzpunkte. Keine Ahnung. Na dir? Nein. Na dir? Nein, okay, keine Ahnung. Jedenfalls, ich glaube, ich habe alle Sachen hier erledigt, die man erledigen konnte. So im Flinke Flitzer, also ja. Es bleiben uns nur noch die Geheimportale, die wir alle erledigen müssen. Habe ich noch nie gemacht in der 3DS-Version. Ich weiß nicht, mit den wie nennt man das? Postgame-Content habe ich mich nicht so gekümmert, als die 3DS-Version erstmal gespielt habe. Und ja, wir werden. Aber was ich weiß, ist, dass man jetzt hier die ganzen Bosse noch mal bekämpfen muss. Und genau das werden wir jetzt machen in den nächsten Folgen. Dürfte nur so 2 oder 3 Parts dauern, je nachdem, wie viel ich pro Part schaffe. Und wir fangen natürlich mit der Reihenfolge an, die wir sie original bekämpft haben. Das heißt, wir fangen hier in Traverse an mit den Kistenklopper. Heißt sogar so gut. So, auf Level 99 dürfte das jetzt nicht so schwer sein. Ich tue eine Menge abziehen. Ich habe auch meine Angriffe alle so richtig gut darauf ausgelegt, hier gegen einzelne Gegner Schaden zu machen. Deswegen habe ich auch so Sachen wie Meteor und also was rausgenommen. Ich glaube trotzdem derbe Schaden. Ist mir egal, ob ich jetzt überlevelt bin oder so. Ich will jetzt einfach nur verdammt nochmal das Spiel durchschaffen. Ja, Ballonga habe ich auch, genau. Uff. Ist er. Okay, da war noch ganz schön viel aus dafür, da. Da ich Level 99 bin. Oder? Uff. Machen wir den hier? Oder auch nicht? Oh Gott.
Hey. Okay. So, lass mich da raus. Ich flieg mal da hoch. Komm mal her. Je nachdem, was für ein Boss wir auch bekämpfen, könnte er auch weniger nervig oder so werden. Oder mehr nervig und weil wir sich perforieren. Nein, der ist schon wieder. Er hat nochmal ausgesnappt, oder wie auch immer er nennt. So, was so gemacht. Ja, vielleicht schaffe ich sogar jeden Boss, aua, in diesem Park. Das wäre natürlich toll. Oder machen wir sogar. Wollte ich nicht, na, wollte ich nicht unnötig schneiden oder irgendwie sowas. Weiß auch, wo die alle sind. Was zum dünn. Aber ich frage mich, ob man, ich glaube nicht, dass man Semnas und Anzim und all sowas noch mal bekämpfen kann. Ich ein bisschen schade finde. Woher weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es ja möglich. Bin ich noch nie gemacht in der 3DS-Version. Den letzten optionalen Boss habe ich auch nie gemacht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und zack, Leute. Und zack. HP ist wert. Wir kriegen noch HP, das ist nicht schlecht. Sehr gut. Das waren so 4 Minuten für einen Boss jetzt. So geben die mir nicht irgendwie nur so vor. Einfach erledigt. So, ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich mehr HP bekommen habe. Also ich werde schon mehr HP bekommen haben, aber ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, wie viel ich vorhatte. Ich glaube, ich hatte 273 oder irgendwie so was. 87, ja, das ist. Ja, Rico hat aus irgendeinem Grund sehr viel mehr, obwohl ich bei ihm die exakt gleichen Traumfänger habe. Geheimportal, fertig. Okay, dann gehen wir schon mal mit Sora nach. Das sieht der Clocks. Aber stürzen dann auch direkt zu. Warum muss ich da jetzt? Müsste doch da sein, ne? Die Dinger zu finden ist natürlich wieder so eine Sache. Aber ich werde die schon finden. Ich hoffe, wir kriegen von jedem HP ab. Ich nehme an, da ist das Ding. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht nachgucken. So, wir stürzen dann mal. Buff. 14. Gut, mit Rico bin ich auch in Travers, also wird nicht so lange dauern. Er hat die exakt gleichen. Boah. Der ist auf Berseria, ja, da muss ich mit den mit diesem Touch-Knopf hier ins Menü gehen und hier ist das bei Start. Also deswegen mache ich die ganze Zeit den Fehler. Weiß nicht, warum Rico so viel mehr AP hat als Sora. Allgemein, die haben ja die exakt gleichen, also Magie hat Sora 1 mehr und Abwehr hat 3 mehr. Rico hat 2 Angriff mehr und mehr P. Also ja, keine Ahnung warum. Ich nehme mal an, das muss es so gedacht irgendwie so. Habe ich schon wieder Sturz 1,6. So, bei ihm war der Boss hier. Dann machen wir den mal. Ja, da sind 2, also muss ja einer der Boss sein. Hm. Mal geht weg. Mal sehen, wie schnell ich die Viecher hier kaputt hau. So, da sind die Angriffe, die ich alle dabei habe. Sinistra Feuer, Sinistra Hieb. Ich weiß nicht, was Sinistra Aura überhaupt noch mal ist. Aber jetzt wird schon, das ist nicht das Richtige. Da muss es da oben sein. Kein Portal, okay. Halt mal es in einem Part schaffen. In einem sehr langen Part. Riesige Kistenklobber, wo ich werde sowieso die Woche in verteilt. Also machen wir vielleicht doch nicht. Ich habe gehört, du stehst auf Magie. Das ist meine Magie.
Hat Gefühl, Rico wird den mit die Bosse irgendwie sehr viel schneller kaputt hauen. Oder ist wie Dingens, also ach, der Angriff hat sagen, ist genauso wie dieser eine Angriff, den ich vorher drin hatte. Boah. Hi. Ja, ich dachte, ich habe mir schon gedacht, er hat so ähnliches wie dieser Angriff, nur halt mach ich eigentlich, kann er Doppelsprung einsetzen. Die haben einen Balken, was? Ja, die schönen Momente, als er halt neuen Kingdom Hearts 1 eingesetzt hat, ne? Dann müssen wir uns einmal heilen. Was? Ich wusste jetzt nicht, dass das geht. Das ist ein bisschen nervig, dass ich dass der ganze in der Luft hier ist. Mein Gott, der nimmt ja alles auseinander. Der hängt da einfach so fest oder was? Alter, hört doch mal auf, ey. Ich glaube, ich habe zwei Bigras hier ein drin, aber kann ja nie wissen. Also Level 99, die Viecher ganz schön nervig. Ja, ich konnte einfach die Tradition nicht brechen und nicht Level 99 das Projekt beenden. Also gehört bei mir in Kingdom Hearts dazu. So, jetzt kommen wir wieder. Mit dir konnte ich glaube ich ein Dingens machen. Realitätswandel, aber jetzt glaube ich nicht so gebracht. So, ich muss ja nicht zweimal in Traverse in Geheimportal machen, ne? Weil man musste ja zweimal nach Traverse gehen. Einmal war dieser komische Bassrush hier. Da kann man nicht vorstellen, dass ich den machen muss. Wenn doch, dann nervig. Was ist das? Ist eigentlich nur Blödsinn, ist drauf gekloppt bisher. Wow, jetzt muss ich wieder den Kack machen. Mach schleunig mal ein bisschen. Und her. Boah, nein, ich will Dings einsetzen. Mann. Ich will ja mal einen anderen Angriff einsetzen. Warum zum? Boah, so, komm her, wo bist du? Und Sinistra Aura, buff, duf, 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 und weg so. Ha. Okay. Er hatte 333 AP. Das sind ganz schön viele AP für ein Kingdom Hearts Spiel. Normalerweise ist, glaube ich, immer so der Höchstwert irgendwas mit, weiß ich nicht. Vor allem wie unspektakulär endet, ne? So. Geheimportal, da steht nur Geheimportal, also steht nicht Geheimportal 1 und 2, also da steht nicht Geheimportal 1, also nehme ich mal an, dass es nur eins gibt. Wo war noch mal Trikot in auf dem Glockenturm war das? Den Boss habe ich glaube ich sogar mal in der 3DS Version versucht. Deswegen wusste ich auch nur, dass es diese Dinge, boah. Deswegen wusste ich auch nur, dass es diese Bosse gibt. 12 HP habe ich dazu bekommen. Weil ich in der 3DS-Version hier auf dem Glockenturm mit Rico oder ja mit Rico den einen Boss mal versucht habe. Da. Okay. Wir stürzen dann mal kurz. Ich will mit Zora zuerst diesen Boss machen.
In der Raster machen wir mit Rico als erstes den Boss, weil Rinzler, der ist schwer. Ah, jetzt muss ich euch wieder erledigen, ey. So, der Boss ist auch nicht so leicht, finde ich. Mir ist gerade aufgefallen, dass Zora irgendwie die schwierigeren Bosse hat. Ja, zum Glück sind die Gegner hier die schwächsten in allen Welten, weil die ja nicht mit aufgelevelt sind. Also ich glaube doch, die sind mit aufgelevelt, aber Travers ist ja mit aufgelevelt, deswegen ist diese Welt doch ein bisschen schwächer jetzt. Hi, warum brennt sie auf einmal? Siege den Kriegsspeier. Wir können Ding. Buff. So, der kann nervig werden, aber ich habe jetzt viel mehr Angriffe und so, ne? Und ich jetzt auf so vielen verschiedenen Möglichkeiten zerstören. Ich glaube aber, bei dem ist einfach nur sinnloses Draufkloppen angesagt. Ja, ich kann halt hier eigentlich alles wegtanken. Weil man kann allgemein alles wegtanken in Kingdom Hearts spielen, sobald man Trotzkopf und Dickschädel hat. Also, das ist nicht so ein. Das müsste man so aufpassen. Wenn man genug Heilsachen hat oder irgendwie sowas. Oder was auch immer. Hier zum Beispiel. Okay, ist gut, man. Muss ich doch ein bisschen aufpassen. Wie kannst du es wagen? Früher muss ich aufpassen, da hatte ich keine Dings, ey. Keine Dickschädel und Trotzkopf und so. Jetzt kann ich ja einfach reingehen und alles kaputt hauen. Alter! Alter, du gehst mir auf den Nerven. Oh. Na, geh mal weg. Frisst Ballons. Komm her, bum 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 bum, tot. Sehr gut. Da war jetzt von jedem Boss aber AP bekommen, das ist nicht schlecht. Hilft mir gegen den allerletzten Boss ja erheblich, hoffe ich. Wohl eigentlich nicht, weiß ich nicht. Ja, wir gehen einfach wieder raus hier. Warum tue ich einfach den? Ich kann auch den hier machen. Ich könnte meinen, der Paragleiter wäre nicht so schnell, aber ist er. So. So, wo muss ich ihn jetzt hin mit Zora? So, 20. So, Kampfstufe 20 und 20. Okay. Also, das schaffen wir alles in einem Part noch. Gehen wir erst zu Monstro. Einfach nur, weil der Boss einfacher war. Beide. Stürzen. Boah. Also komisch. In Tales of Berseria ist das. Was ich übrigens im Moment spiele, könnt ihr mal vorbeischauen. Da ist der Pause-Button da, dieser komische Touchscreen-Knopf hier in der Mitte. Der PS4. Jetzt hat bei Start. Jetzt verwechsel ich das die ganze Zeit. Jetzt da, ne? Ja. Jetzt, boah. Immer aus dem Weg, ey. Schmeckt nicht meine Zeit. Uff. Okay. Kein Portal. Besiege den Kriegsspeier, springt von der Kathedrale und reite auf den Feuer. Sag mal, seid ihr eigentlich irre? So. Was ist das? Schon wieder, was, warum habe ich das wieder voll? X-Mashen for the win. Aber oh, was machst du da? Ah. Hilfe, ich will da nicht hin. Was? Hallo? Hallo? Was ist das? Ich kann nichts machen. Ja, Hilfe, ich kann nichts machen. Was soll, was ist das? Was war das?
War das nicht normal? Wesentlich ist meine Leiste nicht runtergegangen die ganze Zeit. Ich glaube, ich die ganze Zeit im Angriff drin war. Boah, da eigentlich schon wieder. Warte. Will ich normal angreifen, das macht am meisten Schaden, aber komme ich nicht dazu, Mann. Aber man kann nur die Kombo zu Ende machen, sehr gut. Dum 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 dum. Au. Da denke ich nur auf meiner AP achten die ganze Zeit. Boah, Hilfe. Geh weg von mich. Ah. Genau so. Dum 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 dum. Ah. Los da. Auf damit. Sinistra zeugt. Ich habe irgendwie nur Angriffe, die mit S anfangen. Hab so ein Gefühl. S S S. Okay. Ah. Wo ist das? Und Buff. Angriffe wegtanken für den Win. Sehr schön. Ja, also wird da glaube ich den ganzen Party ablaufen. Überhaupt nicht auf Ausweichen oder irgendwie so was achten. Einfach nur auf die Gegner einkloppen. Jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Na, tschüss. Okay. Und so, was war mit ihm noch mal falsch? War mit Rikuba noch mal der Boss in Monstro. Und ich merke gerade der Kampf in Dingens hier in Phantasia, der wird nicht leicht sein. Oder voll einfach, je nachdem. So, wo war der? Was war noch mal der Boss mit Rico? 2018, was? Ach ja, auch so ein nerviger Boss, den du fast nie erreichen kannst. Okay, diesmal habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Stürzen. Okay, dann. Wo muss ich hin? Meeresboden ist da richtig. Ah, hier war das irgendwo, ne? Hi. Ich komme unter Wasser. Landzunge, wart. Ich bin schon wieder falsch gelaufen hier. Gibt's nicht. Oh, oh, warte mal. Kein Portal. Okay, hier ist das. Ausgezeichnet. Genau, das wollte ich auch. Alles lag wie geplant. Oh Gott. So kleine Schüsselschwert gegen riesen Angriff abgewehrt. Wir sehen. Okay, ja. Meine Geister mal ein. Ja, dann kommt er gleich noch mit Monster oder einer, ne? Das schwieriger ist. Und dann bum 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 eigentlich nur Angriffe einsetzen, die gegen einen Gegner effektiv sind. Der ist irgendwie vollständig gerade. Ja. Und, ah. Gott. Hat weh getan. Wo fährst du hin? Bin schneller. Oh, ich folge dir.
mein Ballon. Reg dich mal ein bisschen ab. Ich kann nicht so fast gar nicht erreichen. Trifft mich auch irgendwie gar nicht. Reparieren. Egolin. Ich folge dir bisher, ja. Und Schnitt kann ich eigentlich doch machen, ne? Ich werde sowieso auf die ganze Woche verteilen, deswegen ist ich irgendwie einen Sinn. Was ist das? Alter, er hat viel abgezogen. Den Ballon, die anderen auch. Oh, der schon, okay. Muss dieses Minispiel mit Monster nicht machen, okay. Das ist enttäuschend. So, ich muss jetzt überlegen. Wir haben 1, 2, 4 Bosse haben wir erledigt, ne? 4 Bosse haben wir erledigt, ne? So, gehen wir mal zum Speicherpunkt. Ich glaube, hier war irgendwo Speicherpunkt. Wupp, wupp, wupp. Ist voll die Abkürzung, warum bin ich die nicht gegangen? Okay, ja, perfekt. Gut. Wo komme ich jetzt zu Rinsleiner? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schneiden soll oder nicht. Wo ist jetzt hier Dingens? Das ist die Frage, ne? Wo? Aber nein, ich glaube, da ist falsch. Oh. Zum Hafen, keine Ahnung. Ist der Ort nochmal, wo ich hin muss. Ja, ah, geht schon wieder Zeit verloren hier. Ich meine, ich könnte schneiden, aber pff, bin zu faul. Okay, ich bin ja vollkommen falsch. Geil. Jetzt kommen wir mehr AP. Sauber, ne? Brink. Und runter da. Sind wir schon bald mit Kingdom Hearts hier fertig. Also mich wird doch schneiden, ne? Was soll's, meine Güte. Unentschlossen bin ich weiß. Also was, da machen wir einen Sturz. Wir sowieso mit Rico als erstes den Ding zu erledigen. Ich muss jetzt Rico mit Rico 2 hintereinander machen, merke ich gerade. So. Nein. Das ist nicht der richtige. Okay. Ich bin über 99. Hallo. Ich kann mich nicht aus so einem blöden Eisding mehr befreien. Oh, weg. Ah. Geheimportale. Okay, komm her. Der wird ein bisschen nervig, habe ich so das Gefühl. Ja, genau deswegen, weil die ganze Zeit wegrennt, der Pisser. Aber ich kann jetzt hinterher rennen wie ein Blöder. Dun, 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 dun. Mein Name, wie viel er abgezogen hat. Warum hat er schon wieder Schattenspringer voll? Ja, dun, dun, dun. Ma. Ja, ich bin hinter dir. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Bum, 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 bum. Ich bin schnell wie die Dunkelheit.
überleben. Ma. So Ding. Den Schlag. Und hey, ich dachte, ich kann nicht abgebrochen werden, Mann. Nach dieser Angriff ist immer. Gut. Soll er wieder ab, ne? Na, du Blöder. Oh, sehr gut. Na, no, getroffen, egal. Ja, ich folge dir. Was machst du jetzt? Boah, jetzt bleib doch mal hier, ey. War hier geblieben. Manchmal ist Story nervig, ey. Warte, man kann nicht ein Freundesportal aktivieren. Ja, voll unfair eigentlich. Oh, stirb. Nein, stirb. Sehr gut. Link Bonus. So, ich muss jetzt mal kurz rechnen. Wir haben jetzt 6 Bosse erlegt. Traverse, wir haben das hier die Cloches und Monstro erlegt. Das sind 6 Bosse, ne? Das heißt, das ist auch perfekt dann. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Welten schaffen, jeweils 2 Bossen. Dann haben wir wieder 6. Das passt auch perfekt dann. Oder habe ich einen rechten Fehler? Kein Portal. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da nehme ich mal an, gibt es keins. Wobei, denn ich welcher sehen, wenn dann Mickey Maus Zeichen ist oder nicht. So, 968. Er hat auch 310 jetzt. Sehr gut. Würde ich sagen, die letzten 6 Bosse, also 3 Welten und 6 Bosse, machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge.